Die Akustik-Rockband Stilbruch zieht mit ihrer Musik und bewegenden deutschen Texten viele Menschen in ihren Bann. Alles ist selbst komponiert und getextet. Auch ihr neues Album mit dem Titel Nimm mich mit. Heute geht die Band auf Nimm mich mit Tour. Start in Dresden, darüber rede ich gleich mit dem Frontmann der Band, Sebastian Maul. Komm mit mir, ein Lied auf dem neuen Album von Stilbruch. Und es ist auch unterwegs eines ihrer liebsten Stücke. Denn seit vielen Jahren spielen Stilbruch vor allem als Straßenmusiker. Das Tolle ist, es kommen alle möglichen Arten von Menschen auf der Straße vorbei. Und das ist eigentlich ein super Weg, um bekannt zu werden. Und das ist immer wieder sehr, sehr spannend und immer wieder eine neue Herausforderung. Mit ihrer Musik reisen Sebastian, Elli und Gunnar durch ganz Deutschland und halb Europa. Ihren mobilen Konzertsaal haben sie immer dabei. Ja, also es ist auf jeden Fall mehr Gerassel als eine Handtasche. Und es kommt auch darauf an, wie weit der Weg vom Auto bis zum tatsächlichen Spielort ist. Gerade haben die drei studierten Musiker auch einen zweiwöchigen Straßenmusikmarathon durch 13 Bundesländer hinter sich. Sie sind eben überall da, wo sie gerne gesehen sind. In Leipzig war das auch schon vor vielen Jahren der Fall. 2003 haben sie hier noch halb als Schülerband gegen den Irakkrieg protestiert. Die Leute sollen mal über den Tellerrand hinaus gucken und sehen, dass es andere Menschen gibt, wenn es schlecht geht. Und der Irak ist gar nicht so weit von uns entfernt. Viel hat sich getan seit den frühen Jahren. Inzwischen haben Stilbruch sogar schon Jubiläum gefeiert und ihre Songs im vergangenen Jahr im ganz großen Rahmen mit Orchester gespielt. Für uns beide Streicher ist es das Allergrößte, einfach mal vor einem Orchester als Solist zu stehen, dass die eigenen Titel dort von so einer richtigen Masse an Musikern mitgespielt werden. Das ist einfach, ist grandios. Hab keine Angst, komm mit mir, bis ans Ende der Welt und noch viel weiter. Ja, der Frontmann der Band, Sebastian Maul, ist bei mir. Danke, dass ihr die Zeit gefunden habt, noch mal vor dem Konzert heute Abend in Dresden zu uns zu kommen. Danke für die Einladung. Immer wieder gern. Sebastian, wie viel aus eurem Leben steckt in euren Texten? Unheimlich viel. Also gerade das neue Album ist inspiriert von vielen Sachen, die in der letzten Zeit bei uns so passiert sind. Also der Schlagzeuger und ich, wir sind beide in den letzten 3 Jahren Vater geworden zum ersten Mal und ich auch jetzt schon zum zweiten Mal. Und sowas spielt natürlich auch in den Texten. Im Beitrag wurde Komm mit mir gezeigt, das ist ein Lied für meine Tochter. Also es spielt eine ganz, ganz große Rolle, dass auch so die persönlichen Geschichten da verarbeitet werden. Das neue Album erschien im September. Genau. Und jetzt die Tour zum Album, zum neuen Album. Wie viele Orte werdet ihr bereisen? Also es ist geplant, jetzt erstmal 4 Orte zu bereisen. Und zwar so in unserer Heimat. In Dresden sind wir heute Abend in der Lukaskirche. Gibt es noch Karten? Es gibt, glaube ich, noch Karten an der Abendkasse. Also es lohnt sich auf jeden Fall, noch vorbeizukommen. Und mit dabei haben wir ein ganzes Sinfonieorchester. Und in diesem Aufbau spielen wir auch noch in Zwickau am 10. November. Dann am 11. November in Halle. Und am 15. November noch in der Peterskirche in Leipzig jeweils mit großem Sinfonieorchester. Und dann im März und April 2017 geht es dann weiter, wahrscheinlich in kleinerer Besetzung, also zu dritt als Trio, bundesweit. Ihr seid eine Dresdner Band? Ja, also jein. Wir haben uns in Dresden gegründet. Ich habe da studiert und habe mit Kommilitonen das Projekt da aufgebaut. Mittlerweile durch verschiedene Besetzungswechsel kommen wir aus Dresden, der Schlagzeuger. Ich bin wieder nach Leipzig gezogen und unser Geiger kommt mittlerweile aus Berlin. Beschäftigt ihr euch in euren Texten auch mit politischen Sachverhalten? Ich habe gehört, es gibt auf eurer CD auch ein ganz spezielles Lied. Genau, also uns ist natürlich nicht verborgen geblieben, was in den letzten 2, 3 Jahren, in denen auch unser Album entstanden ist, hier politisch so los war. Und gerade die Geschehnisse in Dresden mit Pegida und allem, das hat uns schon arg nachdenklich gemacht. Und deswegen gibt es auf dem Album einen Song, der heißt Auf Deutschland, wo wir ja die doch relativ schwierige Lage ein bisschen karikieren. Mhm. Ihr seid eine junge Band. Welche Anliegen habt ihr? Was glaubst du, ist wichtig für als Botschaft? Also als Botschaft ist uns wichtig, nicht nur mit den Titeln, sondern auch mit der ganzen Art, wie wir Stilbruch betreiben. Also dass wir halt rausgehen auf die Straße und versuchen, Leute zu erreichen. Wirklich den Leuten was zu geben in ihrem Alltag. Also in uns steckt unheimlich Energie. Wir wollen spielen, wir wollen Leute begeistern, wir wollen Leute fröhlich machen.
Das ist so unser Antrieb und nicht nur Leute, denen es ohnehin schon gut geht, sondern auch Leuten, denen es nicht so gut geht. Wir waren zum Beispiel vor 2 Wochen in Gießen auf einer Kinderonkologiestation und haben da für krebskranke Kinder ein kleines Konzert gegeben und haben gemerkt, also was Musik bewirken kann, dass halt Menschen, denen es wirklich gar nicht gut geht, dann mal kurz ihre Krankheit vergessen können und dann wirklich eine schöne Zeit haben. Als Straßenmusiker sieht man natürlich auch obdachlose Menschen. Wie ist eure Haltung dazu? Ja, also obdachlose Menschen sehen wir wirklich überall auf den Straßen, wo wir spielen. Und wir haben jetzt bei den Konzerten versuchen wir, denen ein bisschen unter die Arme zu greifen. Gerade jetzt, die letzten 2 Wochen, wurde es ja doch erheblich kälter nach einem wirklich langen, ausgedehnten, schönen Sommer. Und deswegen haben wir dazu aufgerufen, dass die Leute einfach zu unseren Konzerten und auch zu den Straßenmusiken Kleider, also möglichst warme Kleidung, mitbringen können. Die geben wir dann bei der Diakonie in Dresden ab und versuchen so auch einen Beitrag dazu leisten, dass es anderen, die halt nicht nach dem See, also wir sind ja auf der Straße 4-5 Stunden und spielen da und können nach Hause gehen ins warme Heim, die sind da immer. Sebastian, jetzt wollen wir natürlich etwas von euch hören. Welcher Titel wird das sein? Das ist unsere aktuelle Single und der heißt So wie du bist. Na dann, so wie du bist. Wir hören Stilbruch heute Abend zu erleben in Dresden in der Lukaskirche und wir hören jetzt den Titel von Ihnen. Wie gestern, als wir uns zum ersten Mal sahen. Wir haben uns auf und abwärts geliebt, in all den wunderbaren Jahren. Wir haben gelacht und geweint und kennen die Angst und das Glück. Wir können alles schaffen, jetzt ist der Augenblick. Weil mein Herz schneller schlägt, jedes Mal, wenn wir uns sehen. Fehler sind perfekt, so wie du bist, lieb ich dich, auch wenn alles um uns bebt, diese Welt sich zu schnell dreht, dann halten wir uns fest, so wie du bist, lieb ich dich. Du bist das Lied meines Lebens, die Melodie und der Takt. Du bringst mich langsam zur Ruhe, hältst mich stundenlang wach. Wir sind genauso geworden, weil das Schicksal es will. Ich sing es laut in die Welt und meine Zweifel werden still. Weil mein Herz schneller schlägt, jedes Mal, wenn wir uns sehen. Deine Fehler sind perfekt. So wie du bist, lieb ich dich, auch wenn alles um uns blieb, diese Welt sich zu schlägt.